Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising. Im letzten Part wurde TK infiziert und viele unserer Mitbewohner, keine Ahnung, ob die noch leben oder schon tot sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Riesenbarriere. Irgendjemand hat hier was gehackt und uns ins offene Messer laufen lassen. Aber wer war das nur? Tja, so, und ich habe eure Kommentare natürlich durchgelesen. So, und zwar habt ihr 3 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten geschrieben. Insgesamt gibt es außerdem 50 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, die ich zum Beispiel noch nicht nenne oder die ihr eben einfach sehen wollt. Und zwar ist Nummer 1, ja, wurde mir geschrieben, Rollstuhl plus Raketen. Die Raketen gibt's nicht. Vielleicht meinte der eher Rollstuhl plus Assault Rifle, das werde ich dann versuchen. Und zwar werde ich diese Kombinationsmöglichkeiten, die ich auch noch, ich werde ja noch gleich die anderen beiden 2 vorlesen, die werde ich dann nach den Missionen praktisch, oder vielleicht, ja doch, nach den Missionen nochmal kombinieren. Das heißt, das Let's Play ist noch nicht beendet, weil ich die ganzen Missionen fertig habe, die ganzen Cases, weil ich dann nochmal zum Beispiel das Auto noch freischalten will, euch zeigen will, wie man viel Geld bekommt oder das Motorrad freischalten will. Also all diese Sachen und vielleicht, ja, Level 50 werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr, aber schon von den Level her werden wir vielleicht aufsteigen. Wir werden viele Zombies töten und durch die Kombination, die wir eben machen, bekommen wir auch viel Erfahrungspunkte. Ja, dann kommen wir mal zum zweiten, das war die Taschenlampe und der PC, das haben wir zwar schon in, ich glaube, vor 3 Folgen oder vor 2 Folgen gemacht einmal, aber das machen wir gerne nochmal. Und als letztes haben wir den Vorschlaghammer und die Axt. Und es wurde mir noch, hallo, lass mich mal hier durch. Und es wurde mir ja noch der Vorschlag gemacht, Speer und Dildo. Das geht leider nicht, aber fand ich ziemlich lustig. Und wäre bestimmt auch ziemlich lustig, wenn das gehen würde. Wie gesagt, es gibt 50 Kombinationsmöglichkeiten. Ihr könnt ruhig mal recherchieren oder ja, schreibt einfach, was ihr haben wollt. Man kann echt viel machen. Meine Lieblingswaffe ist diese Lead Pipe with Firework. Das ist einfach himmlisch-göttlich geil einfach. So, wir gehen jetzt zu. Wir lesen uns jetzt mal Case 7.2 durch. Find the source of the gas. Den Grund. Okay. To underground, I need to find the source of the gas. Ja, das steht da jetzt doppelt praktisch. So, dann gehen wir jetzt hier wieder durch den Lüftungsschacht. Manche Sachen kann ich mir vielleicht schon vorher kombinieren, allerdings werde ich die trotzdem dann erst in einem Special Part machen. Das heißt, ich werde versuchen, alles auf... Oh, Time Until Firebomb, geile Thumbnail hier, 14 Stunden. Wow, also super, wir werden mal in die Luft gehen hier. Nein! Ich glaube aber, wenn man die Mission richtig gut abschließt, dann wird alles übernommen. Das heißt, mit Level, wäre ja blöd, wenn die Level dann verschwinden. Dann hat man noch die ganzen Level, die ganzen Slots, die ganzen Movements hier, ne? Das hier zum Beispiel oder das hier oder andere Sachen. Ach ja, das ist doch schön. So. Dann gehen wir jetzt raus and relook. Zack. Zack. Hier sind wieder. Oh, diese Zombies, die sind echt. Diese mutierten Zombies, das sind echt. Kotzarscheimer. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Spaß hier. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll. Ja, okay. So, Borrow and Arrow. An Error. And now we go hier oben hin und holen uns Dynamit. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, diese Kombination, die wir dann später nochmal ausprobieren werden. Und ich werde dann nach der Mission auch zum Beispiel ein ganzes Areal von Zombies befreien. Das heißt, hier sollen keine Zombies mehr drin sein. Ich werde alle töten. Das wird ein Fest der Sinne. So. Estelles! Fine Lady Cosmetics! Ach, süß! So, wo ist die Telefonzelle? Die ist da drüben. Kaufen können wir uns auch nichts. Wir haben 1.000 Dollar und 100 Euro. In Euros sind das, denk mal, so 1.000 Euro oder so. Oder weniger, glaube ich sogar. Dollar ist ja immer mehr als Euro. Beziehungsweise dann sozusagen weniger wert als Euro. Um es dann so mal zu formulieren, machen wir das mal so. Natürlich muss jetzt der Sprung gelingen. Super. So, der Sprung ist da. Hier ist nochmal eine schöne Sneeper. Sneepy, Sneepy. So, das können wir wegwerfen. Weg damit. Das können wir wegwerfen. Das können wir wegwerfen. Das können wir wegwerfen. So. Ganz lustig hier. Was ich auch früher gemacht habe, man geht hier rein, lockt die alle und dann, wenn man ein paar Queen gesammelt hat, dann wirft man die dahin und dann sterben alle. Und auf einmal sterben 100 Zombies oder so. Das ist sehr, sehr effektiv. Effizient. Und das Gute ist, es ist nicht so wie bei anderen Waffen, dass
wenn man sie wirft, dass nur eine bestimmte Zahl von Zombies sterben darf, sondern es ist random. Das heißt, es können 8 Millionen sterben, falls da 8 Millionen sind. So weit reicht natürlich nicht die Reichweite. Das ist ganz klar. Das war jetzt nur so ein bisschen übertrieben. Also versteht ihr, was ich meine, ne? So, die missbrauchen wir jetzt. Ein paar Schüsschen haben wir 20 insgesamt. Jetzt haben wir nur noch 8 Stück. Und dann schießen wir die mal tot hier. Wenn man zum Beispiel in die Gruppen schießt, dann... Hä? Okay, ich treffe die nicht. Das ist ganz komisch. Hm. So, dann trifft man meistens mehrere davon. Wie zum Beispiel hier. Pass auf. Huah! Huch, was war da los? Und jetzt ist er weg. Das war mein Ziel. Und wir müssen jetzt hier super drauf springen. So. Das erste Mal, als ich mit der PS3 online gezockt habe. Ey, Mann. Das war so fail. Komm, nehmen wir gleich mal 3 mit. Ja, dann eben nicht. Das war so fail. Da war ich mit einem Kumpel. Der war auch Deutsch. Ne? Deutsch. PS3. Und dann waren wir draußen. Dann hatte ich... Ja, genau. Ich hatte Dynamit mit Bogen kombiniert. Also so einen TNT-Bogen. Und dann schieße ich... auf einen Zombie. Nee, oder? Doch, dann schieße ich auf einen Zombie und mein Kumpel, der hatte auch das gleiche. Der schießt auch auf einen Zombie und dann doppelte Explosion und ich fliege irgendwie 80 Milliarden Meter in die Luft. Und, keine Ahnung, fliege, sehen, erstmal wird die Map kleiner und dann sehe ich gar nichts mehr und irgendwie habe ich das Gefühl, ich fliege zur Sonne. Also das war so verglitscht. Unglaublich, das war echt funny. Das war so das erste Mal online, Koop-Modus. Habe ich noch nie gezockt. Danach habe ich dann gesagt, nee, komm, darauf habe ich keinen Bock. Ich war ja richtig, oh, wie ich die Trophäen gesuchtet habe. Ich war echt sehr, sehr gut. Hatte 15 Platin oder so. Aber vielleicht... Ach, ich verrate nichts. Oh, ich habe ein Geheimnis. Aber welches? Das will ich geheim halten. Warum ich jetzt hier die Bogen verschieße? Ja, liebe Leute, das ist so, dass wenn man kombiniert, das kein, keine Rolle spielt... wie viel Bogen man vorher schon verbraten hat, sondern man bekommt immer die gleiche Menge. Das heißt, wenn man jetzt sagen wir 20 Bogen noch hat und keinen weggeschossen hat, praktisch diesen Satz hier und mit einem Dynamit hat man 10 Dynamitbogen. Wenn man das zum Beispiel einen davon nur hat und mit Dynamit hat man auch 10 Dynamitbogen. Das heißt, man kann das praktisch vorher noch wegschießen. Man sollte es nur nicht irgendwie auf Null bringen, dann wäre das doof irgendwie, oder? So. Huch. Stirb! 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 Ja. Achso, okay, ich gehe mal weiter. Denn wir wollen ja noch ein bisschen was im Part machen. Natürlich ist das auch ein bisschen machen, aber ich meine ein bisschen was Produktiveres machen. Dammit! Oh, das hat mir wehgetan. Okay, der hat eine Queen. Der hat eine Queen, der hat eine Queen. Yes! So, now we have a Queen. Und der hat auch eine Queen. Hier, pass auf. Gib mir die Queen her. Und die Queen. Die ist sehr wichtig. Damit können wir so... Oh, der hat auch eine Queen hier. Und die Queen, gib her. Der hat auch eine Queen, Alter. Was ist denn mit denen los? Man kann die Queen auch kombinieren. Wie gesagt, recherchiert ihr doch mal, ne? Ich lasse euch den Vortritt, wenn ihr das sehen wollt. Denn ich glaube, die... Oh, Alter. Das ist hier viel los. Oh, geil. Der hat auch eine Queen verloren. Hallo, meine Freunde. Denn ich habe die noch nie kombiniert und ich bin echt mal gespannt, was da rauskommen würde. Eine Queen allein ist schon super stark. Hat man dann ein Queen-Geschütz? Ach scheiße, ich muss zum ich wollte schon hier noch einen Bogen holen, aber ich habe genug. Das heißt hier schön... Ich muss da lang? Na gut, dann gehe ich doch da lang, also, ne? Ich kann mich gar nicht hier entscheiden. Typisch. Typisch Rob 1, 2, 4 hin, der kann gar nichts, der Junge. So. Oh, Time Anti... Oh, scheiße, ich muss mich beeilen, glaube ich. Ja, der Case geht jetzt langsam auch den Bach runter, aber die Bomben... Das ist echt gruselig. Oh, Queen! Oh, was soll das denn? Queen, 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 Queen! Die Queen Elizabeth! Auf Amerikanisch... Für Amerikaner löst es eine Allergie aus. So, komm, hier durch, 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 durch. Hier muss ich durch. American Casino! Ja, dafür ist Amerika bekannt, für die großen Casinos und für den Stromverbrauch. Aber der Stromverbrauch ist egal. Ja. So.
Ist hier irgendwo noch ein Werkzeugraum in der Nähe? Wir haben zum Beispiel auch viele Psychos übersehen. Vielleicht kann ich den, die auch im zweiten Rutsch irgendwie, ne? Weiß, was ich sagen will. Töten. Ist ja wie gesagt immer pä. Oh, Scheiße, bin Kleister. S-A. S-A-W. So. Alter, hier war ich fast noch nie irgendwie. Früher waren hier nicht so viele Zombies. Ich hab voll das Gefühl, hier sind alle mutiert. Scheiße. So, die sind tot. Nein, was machst du mit der Maske da? Weg damit. So. Supidupi. Einmal platzieren und einmal... Nein. Bogen bitte. Hä? Willst du mich verarschen? So, jetzt geht's. Guck, daraus habe ich 10. Und wenn ich hier ein fast volles... Na gut, 7 sind nicht voll, aber... Ne? Habe ich auch 10. Bring it on. Bring it on. Oh. Das kann man kombinieren und das... Könnte man kombinieren, aber ich glaube, das mache ich nicht. Weil... Ihr sollt das selbst wollen. Machen wir dann alles in einem Part. Praktisch. Wird das spannender. Jetzt wollen wir hier aber ein bisschen Mission. Das ist richtig geil. Komm, setz dich mal rein hier. Da. Oh, lala. Der pippelt sich gleich in die Hose, glaube ich. So können wir schön durch hier. Zack. Oh, Alter. Juhu. La 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 la. Dum 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 da 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 dum 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 da da dum. Geh nicht kaputt, geh nicht kaputt. Bam 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 bam. Tot. Schrumpfschock. Schon richtig nice, wie ich finde. Ja, richtig nice. So, wie gesagt, TK gebe ich vielleicht im nächsten Part eine kleine Spritze. Kommt auf euch drauf an. Wie gesagt, schön in die Kommentare schreiben, falls ihr wollt. Dann wird er gerettet. Was willst du? Nein! Oh, ich wollte ihn schlagen. Pass auf, jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Alter, mein Bildschirm wird angekotzt. Bam! Hä? So, pass auf. Wegspringen. Oh! Du Zombie-Bitche. Alter, wenn ich jetzt sterbe... Habe ich irgendwas zum... Scheiße, habe ich nicht. Bam! 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 Ich wollte aber die hier wegkillen. Oh, das ist eine geile Waffe, oder, Leo, Leute? Das ist fast sogar eine der besten Waffen, wie ich finde, wenn ganz viele Zombies da sind. Ist einfach so. Alter, wir sind fast 24, wunderbar. South Plaza sind wir jetzt, South Plaza. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Alter, ich... Oh, die ist so heftig. Der hat eine Queen. Gut, der ist tot. Na, das hat nicht viel gebracht. Das ist so eine heftige Waffe. Die ist so awesome. Das ist einfach nur... Boah. Alter. Die finde ich echt richtig stark. Vor allem, wenn so viele Zombies da sind. Alter, man levelt ja sofort auf. So gut wie. Und wir sind fast tot. Ich bräuchte mal... Ach, es war noch eine Propanflasche mit Nägeln, fällt mir da ein. Das war auch noch in den Kommentaren. War irgendwie hinten. Okay, das notiere ich mir jetzt auch. Propanflasche mit Nägeln. Machen wir dann, wie gesagt, alles besser. Ist das large? Ach so, das ist sowas. So. Ja, hier ist das U-Bahn-System. Oh, 11 und 59 zur Bombenexplosion. Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Aber ich würde sagen, dieser Part nähert sich dem Ende zu. Wir haben... Ja, wir sind jetzt hier nach unten gegangen. Und haben das Schild umgeworfen. Das ist schön. Nein, und haben... relativ... viel Action gehabt mit dem Bogen.
welcher mir einfach übelst gefällt. Und wie gesagt, Kombination, schreibt's jetzt in die Kommentare, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil das ist... wie der... Alter, wie die Hand hier einfach runterfällt. So, epic, 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 epic. Scheiße. Pass auf. Dammit! Boah, Alter, das waren viele. Ey, ist hier irgendwo ein Safe Room oder so? Ach, hier ist ein Assault... Hier ist ein Assault Rival. Ist ja nice. Kann ich irgendwie da hinten hinschießen? Scheiße! Mist. Hm. Ich muss ehrlich sagen, hier ist gerade ein Safe Room. Das würde heißen... BAM! Das würde bedeuten, wir sehen uns im nächsten Part hier bei Dead Rising und an dieser Stelle werden wir starten. Bis dann. Ciao.